Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste. Und natürlich freue ich mich besonders, dass die Zuschauer von ruhrnachrichten.de und Radio 91.2 dabei sind. Und wir möchten heute informieren über den kleinen RH5, ein Hydraulikbagger aus den Jahren 1961. Da hat er, ja, sagen wir mal so, das Leben erblickt. Und zum Thema Ohrenstein und Koppel werden wir gleich Carsten Benks hören. Er wird uns ein bisschen mal was erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Von 1893 bis im Jahr 2022 gab es ja eine Baggerfertigung. Ich möchte meine Gäste vorstellen, die ich heute hier eingeladen habe. Ralf Stolze, Mitglied des Landtags. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Wir kennen uns schon ewig, muss man dazu sagen. Wir haben das Licht erblickt, auch im offenen Kanal, muss ich sagen. Und Ralf, wir haben hunderte von Sendungen gemeinsam produziert. Schön, dass du heute aus Sicht der Politik zu Gast bist. Olaf Meyer kennt auch jeder, Mitglied der Bezirksvertretung, jetzt stellvertretender Bezirksbürgermeister aus der Innenstadt West. Dann freue ich mich besonders, dass Franz Josef Kitowski da ist von der Firma Gerken. Und er ist ein ganz wichtiger Mann, denn er hat den Bagger zurzeit in der Tasche, hätte ich beinahe gesagt. Er passt darauf auf, dass ihm keiner klaut. Weiter darf ich willkommen heißen Philipp Serbeck, Projekt Leistungsassistenz Transferberatung Bob. Man muss sagen, bei Bob haben viele Mitarbeiter ja eine Heimat gefunden für ein Jahr. Und das kann ich schon vorwegnehmen. Alle Kollegen, die bei euch im Einsatz sind oder, sagen wir, einiges lernen, sind begeistert von der tollen Unterstützung, die wir haben. Ja, dann darf ich natürlich einen ganz wichtigen Mann willkommen heißen. Friedrich Fuß, Bezirksbürgermeister der Innenstadt West. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du auch da bist. Also man sieht, die Resonanz ist sehr, sehr gut. Dazu, wie sich das ganze Projekt oder von dieser verrückten Idee, die ich da gehabt habe, entwickelt hat, werden wir gleich mehr hören. Wir warten eigentlich noch auf Andreas Küchler. Der wollte eigentlich pünktlich da sein, aber wir warten mal, dass er noch kommt. Und Carsten, ich gebe dir, nimm mal ein bisschen das blaue Mikrofon. Erstmal das Mikrofon und erzähl uns doch mal, wie alles angefangen hat. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat 48 Jahre bei Ohrenstein und Koppel gearbeitet. Mein Bruder hat auch dort gearbeitet und ich durfte dann ja weitermachen. Aber bevor wir nach Dortmund-Dorsfeld jeden Morgen um 6 Uhr zur Arbeit gefahren sind, musste das Werk ja erstmal gegründet werden. Und da beginnen wir im Jahr 1893. Ja, ganz genau. Hallo zusammen, auch nochmal von mir. 1876 ging es mit O&K in Berlin komplett los, zur Gründung durch Ohrenstein und Koppel. Und Ziel war es, zu dem Zeitpunkt Feldbahnmaterial zu produzieren. Das war damals ein Wachstumsmarkt, Baumaschinen gab es noch nicht, kleine transportable Loren. Und das hat sich dann auch alles gut entwickelt, floriert und man brauchte weitere Werkskapazitäten. Die wurden dann im Ruhrgebiet aufgebaut, erst in Bochum und 1893 dann in Dortmund. Und das Werk in Dortmund war eigentlich auch immer ein zentrales Standbein des Konzerns und immer sehr wichtig, weil es zum Beispiel die Unterwagen für die Berliner Baggerfertigung produziert hat oder auch Getriebe für die Lübecker Schaufelradbaggerfertigung. Und die größeren Hydraulikbagger wurden in Dortmund produziert, ja, bis zum RH400, dem weltgrößten Hydraulikbagger mit 1000 Tonnen Dienstgewicht. Meilensteine, der RH60 um 1970 mit 100 Tonnen, war einer der größten Bagger der Zeit damals, wurde alles in Dortmund gemacht. Ja, inklusive auch unterstützende Fertigung für andere Werke, wie zum Beispiel in Lübeck, wurden in Dortmund dann zeitweise sogar mal kompakte Schaufelradbagger produziert oder Bordkrane. Und letztlich war Dortmund halt immer das Standbein für die Hydraulikbagger. Und ja, insofern hat es natürlich auch der RH5 verdient, einen Standort in Dortmund zu finden. Der gehört zu Dortmund, die Marke O&K gehört zu Dortmund. Es wäre auch nicht der erste Bagger, der einen schönen Standort als Denkmal hat. In Hamburg gibt es von einem früheren Wettbewerber von Ohrenstein und Koppel auch ein solches Denkmal. Insofern hoffen wir, dass es klappt und dass das gut geht. Danke. Ja, vielen Dank, Carsten. Wer mehr über Ohrenstein und Koppel lesen möchte oder sich informieren möchte, Carsten hat einige Bücher geschrieben und die Bücher kann man auch käuflich erwerben. Vielen Dank erstmal,
das so sein, weil sehr viele Infos es in diesen Büchern gibt über das Werk Dortmund-Dorstfeld. Es hat ja mal eine Zeit gegeben, lieber Carsten, das möchte ich noch mal kurz ansprechen. Da wurde ja richtig an der Schippe angepackt. Es wurde ja geschweißt, es wurde gefräst. Es war richtig ein Werk, wo morgens in Dortmund-Dorstfeld richtig was los war. Denn bis zu 2000 Menschen haben ja dort gearbeitet. Ja, jetzt kommen wir zum RH5. Der RH5. Es ist eigentlich eine verrückte Geschichte. Als erstes, wo ich auf diese verrückte Idee gekommen bin, habe ich erstmal gar nicht gedacht, die musst du ja irgendwie transportieren. Die kannst du ja nicht im Kofferraum packen und mitnehmen und dann irgendwo hinstellen und sagen, so, jetzt haben wir ein Denkmal. Und wir haben dann abends zusammengesessen, mein Sohn und ich, und haben darüber gesprochen. Und dann kam irgendwie die, das wäre mal was Besonderes. Dann haben wir uns erinnert an den großen Helikopter, der ja an der A2A1 steht. Und da habe ich gesagt, warum soll Dorstfeld nicht auch was Besonderes bekommen? Denn es hat sich ja sehr, sehr viel entwickelt in Dortmund. Es hat ja nicht nur Stahl gegeben, es hat die Brauereien gegeben, es gab die Zechen. Aber man darf nicht vergessen, dass Tausende von Menschen in Dortmund-Dorstfeld malocht haben. Von morgens bis spät abends. Und sie haben geknüppelt und Tausende von Bagger sind in die Welt hinaus geliefert worden. Es sind, was man wirklich sagt, Made in Germany. Da stand früher drauf, unter der Raute von ONK stand drauf, Made in Germany. Und wir Mitarbeiter waren immer sehr stolz drauf, denn die besten Produkte gab es immer aus Dortmund-Dorstfeld. Und das war immer ein Highlight. Und Carsten hat es gerade angesprochen. Der R400, das war eigentlich für uns was ganz Besonderes. Keiner konnte mithalten. Wir haben es verdammt geschafft, den R400 ja, zu produzieren. Und er war dann auch im Einsatz in Kanada oder ist sogar vielleicht heute noch im Einsatz. Und ich durfte es erleben, bei minus 40 Grad dort auf dem Bagger zu stehen und mit einer Kamera das zu dokumentieren. Es war schon ein Erlebnis. Und ich finde gerade für unsere Mitarbeiter, ehemaligen Mitarbeiter, wäre es schön, wenn es eine Erinnerung gibt, dass es wirklich in Dortmund-Dorstfeld eine Fertigung von Hydraulikbaggern gab. Wo das dann morgens in den Ruhrnachrichten stand und es war eine sensationelle Reaktion. Ich kriegte plötzlich E-Mails, ich kriegte Mitteilungen, das Kuriose, nicht nur aus Dortmund. Ich kriegte einen Anruf aus Hamburg, ich bekam einen Anruf aus München. Und die sagten, ja, eine tolle Sache für Dortmund. Mein Vater früher hat dort auch gearbeitet. Mittlerweile wohne ich in München oder in Hamburg, sowas Ähnliches. Also das war schon sensationell. Und dann kam um 7:15 morgens Andreas Küchler. Wo ist der Andreas? Da ist er. Andreas, jetzt komm mal rüber. Du gehörst ja zu unseren ja, wichtigen Leuten hier. Denn ich muss sagen, so ein tolles, nettes Gespräch habe ich morgens um 7:15 noch nicht gehört. Andreas, komm ruhig zurück, darfst du heute neben mir stehen. Also du hast mich morgens, ich will nicht sagen aus dem Bett geschmissen, aber er sagte nur zu mir, hör mal, geile Sache. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen und die haben gesagt, Mensch, da muss man was machen, denn ONK ist eine Marke, da kann ich nur sagen, das war spitzenmäßig, denn ich habe eine Vergangenheit, die mit Ohrenstein und Koppel was zu tun haben. Und Andreas, du bist der Erste, der jetzt das Mikrofon von mir bekommt. Das musst du einfach uns erzählen. Wie war denn dein erster Kontakt zu ONK? Einfach nur sprechen. Ja, also ONK kenne ich schon seit der Kindheit, habe mich immer für Baumaschinen interessiert und meine ersten Geräte in der Selbstständigkeit waren auch von ONK, bis dann auf einmal ONK übernommen wurde. Das heißt also, bei dir war das jetzt so, dass du, also du hattest ja den Artikel gelesen, aber du hattest mit dem Franz Josef Kitowski ja Kontakt auch und noch einem dritten Kollegen, denn ihr seid im Baugewerbe tätig, um es mal so zu sagen. Du hast ein großes Unternehmen in Dortmund-Bövinghausen. Küchler kennt eigentlich jeder. Dann gibt es ja eine Top-Firma noch, also die auf den Straßen viel für Bewegung sorgt. Und Gerken ist ja auch ein Unternehmen, habe ich mir sagen lassen, die früher auch mal auf dem Gelände für Ohrenstein und Koppel tätig waren. Und lieber Franz Josef Kitowski, ich kann mich daran erinnern, wir beide haben uns unterhalten, da hieß es, ganz wichtig, dass ONK-Geräte dort im Einsatz waren auf dem Gelände. Und da musstet ihr gar nicht zaubern, denn ich glaube, Qualität überzeugte damals.
Ja, also als ich bei Gerken angefangen habe als Jungbauleiter, bekam man natürlich auch Baustellen, auch auf dem Westfalenhütte später mal. Da gab es die Bagger natürlich auch noch in der Produktion. Und da hat man als Jungbauleiter natürlich einen Fehler gemacht. Man hat die Baustelle organisiert. Und wir hatten bei Gerken jetzt natürlich jetzt nicht nur Orange und Koppelbagger, natürlich auch andere Fabrikate. Ja, und jung, dynamisch, erfolglos nach dem Motto, habe ich dann einen Cut-Bagger zum Gelände bringen lassen, Höschtor W4 reingefahren. Halbe Stunde später war der Chef von damaligen Hüttenwerk, also von der Westfalenhütte, bei meinem Chef angerufen. In 10 Minuten ist der Bagger wieder vom Hof. Ja. Dann konnte ich mit Tiefladern wieder reinfahren, wieder rausholen. Und dann hatte man aus der Situation gelernt, dass dort nur rote Geräte rein durften, angefangen vom Bagger bis zum Radlader und bis zum Gräder. Weil beim Ohrenstein und Kuppel hat er nicht nur Bagger hergestellt, sondern auch Radlader und andere Fabrikate. Stapler hinterher auch, Rolltreppen. Aber so war meine erste Begegnung zu Ohrenstein und Kuppel aus der Praxis. Und ich muss euch sagen, das hat mir irgendwie so ein bisschen mein Herz erleichtert, dass die beiden Herren also ein bisschen OK-verrückt sind. In Anführungszeichen ist lieb jetzt gemeint, weil sie beiden ja wirklich auch die Qualität damals erlebt haben, die die Geräte wirklich hier präsentiert haben. Denn es waren Top-Geräte und wir Dortmunder waren immer stolz auf OK. Dann ging es ja weiter dann und jetzt kam natürlich dann die Idee, der Bagger muss ja irgendwie abgeholt werden. Man hat mir dann gesagt, okay, ihr könnt den Bagger haben. Ich habe gefragt dann auf dem Gelände, was ist damit? Ja, der wird verschrottet, weil keiner den Bagger haben will. Der Bagger ist dann bei verschiedenen Museen angeboten worden, aber keiner war daran interessiert. Und ja, dann hat man zu mir gesagt, okay, kannst haben den Bagger. Wenn ihr da einen geeigneten Platz in Dortmund-Dorsfeld findet, warum auch nicht, das geht. So, aber jetzt musste der Bagger erstmal transportiert werden und ich habe es vorhin schon gesagt, ein 16-Tonnen-Bagger im Kofferraum ist ein Problem. Aber da ich jetzt wusste, du hast zwei starke Männer dabei, war es viel einfacher, denn der Andreas wusste eigentlich genau, was man macht. Wir haben einen Termin gemacht, muss ich da sagen, nach dem Telefonat, 2 Tage später war ich bei ihm dann im Büro und dann haben wir uns über die Geschichte unterhalten und über vieles andere mehr. Wir beide verstanden uns irgendwie total gut auf einmal. Wir waren eigentlich so, als wir uns schon seit 40 Jahren kennen. Es war, muss ich wirklich sagen, ein sehr angenehmes und tolles Gespräch. Und so ist dann der Tag gekommen, wo wir uns dann auf dem Gelände getroffen haben. Du hast dir den Bagger angeguckt und hast gesagt, kein Problem, das kriege ich schon irgendwie hin. Und man muss wirklich sagen, er hat es hingekriegt und er hat selber Hand angelegt. Ich hätte beinahe gesagt, er hat den Bagger selber auf dem Tieflader gelegt. Also das war schon eine tolle Sache und wir sind dann gemeinschaftlich mit dem Bagger zur Firma Gerken nach Dortmund-Ewing gefahren, hier um die Ecke. Und da steht der Bagger jetzt. Und jetzt kam natürlich die Frage, wie geht es weiter? A, der Bagger muss erstmal so im Stand gesetzt werden, er muss gereinigt werden, er muss hübsch gemacht werden. Vorab habe ich aber dann einige Freunde angerufen aus der Politik und mal gefragt, wie seht ihr das denn? Und die Resonanz war bei der Bezirksvertretung in Stadt-West sofort sehr, sehr positiv. Und ich habe vor 4,5 Wochen dann mit unserem Oberbürgermeister gesprochen, Thomas Westphal. Ich habe ihn gefragt, Thomas, hast du das gelesen? Ja, Uwe, habe ich gelesen. Wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Bumm. Okay, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich ja erstmal auf unsere Kollegen um die Ecke Kontakt aufgenommen habe. Und da gebe ich den Ralf jetzt mal das Mikrofon, das Gelbe. Und Ralf, dann erzähl doch mal aus Sicht der Politik, wie war denn so erstmal die Resonanz bei euch in der Bezirksvertretung? Denn ich habe morgens die Ruhrnachrichten aufgeschlagen und habe dann plötzlich gelesen, jo, die Bezirksvertretung in Stadt-West ist begeistert von der Idee und würde das begrüßen. So ist es. 1, 2, 3. Wir haben dafür gesorgt, dass eine gute Idee, die von einem Bürger kam, den ich privat zufällig kannte, aber der trotzdem mit den Kollegen zusammen auf die Idee kam, da was Gutes draus zu machen, schnell in die Politik umgesetzt wurde. Und da waren sich alle Parteien einig, dass wir dort dafür sorgen müssen, dass diese Idee Wirklichkeit wird. Die Frage war ja, wo kommt der Standort hin? Wo kann man den Bagger überhaupt hinstellen? Da gab es ja Ideen von euch, aber die Diskussion ist ja noch nicht abgeschlossen, weil wir noch nicht wissen, ob das so klappt. Da werden wir ja gleich noch drauf eingehen. Die Frage ist, was kann die Politik dazu beitragen? Am besten ist immer, wenn die Bürger selber auf die Idee kommen, wie kann man dem Baggerbau in Dorstfeld ein Denkmal setzen?
Und das fand ich gut, weil natürlich damit hinter nicht nur der Baggerbau, sondern die ganze Mannschaft, die dahinter steht, gemeint ist. Der ganze Betrieb, die ganzen Leute, die dort gearbeitet haben, die dafür gesorgt haben, dass diese Idee umgesetzt wurde. Und dem muss man ein Denkmal setzen, weil das für Dorstfeld eine sehr wichtige Sache ist. Und deswegen haben wir gesagt, das wollen wir umsetzen. Wir haben den Antrag gestellt in der Bezirksvertretung. Alle haben zugestimmt und wir haben in Auftrag gegeben, zu untersuchen, ob dieser Standort, du kannst es ja selber nochmal bestätigen, an der Abfahrt Barup von der A40 dafür in Frage kommt. Wie man Politik kennt, dauert sowas ja ein bisschen länger. Wenn dann Verwaltung ins Spiel kommt, noch länger. Und deswegen ist das noch nicht entschieden. Aber die Absicht ist da, das so zu machen. Vielleicht klappt's. Sonst müssen wir auch über Alternativen nachdenken. Aber ich bin guter Hoffnung, dass das umgesetzt werden kann. Da schmeiße ich den Ball mal rüber zu unserem Bezirksbürgermeister. Und ich glaube, dass das für Dorstfeld sicherlich ein Highlight wäre, wo man natürlich dann auch immer wieder darüber spricht, denn über den Helikopter an der A1, A2 wird immer wieder gesprochen. Und alle, die hier sind, ich bin davon überzeugt, die wissen auch, wie der wie der Helikopter aussieht. Ja, vielen Dank. Ich bin zwar Fahrradfahrer, aber den Helikopter kenne ich trotzdem, weil man ja auch gelegentlich tatsächlich auch Auto fährt. Und das hat mich schon immer begeistert, wenn man diesen Helikopter sah. Eben, man sieht ihn schon von Weitem. Und das Wichtige ist, glaube ich, wir Menschen sind ja die einzigen Wesen, die aus der Vergangenheit auch schöpfen können. Wichtig ist, dass es Erinnerungskultur gibt. Und der Bagger erinnert ja an etwas, nämlich an Dorstfeld, an Kohle, Stahl und Bier. Und tatsächlich, wenn man so sagt, Dortmund ist Kohle, Stahl und Bier, dann muss man das ja auch konkretisieren. Und der Bagger, Ohrenstein und Koppel, ist eben die Konkretisierung, wenn man sagt Stahl. Denn es wurde nicht nur Stahl gekocht, sondern es wurde auch was aus diesem Stahl hergestellt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Merkmale haben, die deutlich machen, was Dortmund alles war. Deswegen reißen wir auch am Phoenixsee nicht alle Fördertürme ab und alles. Auch das ist ja Industriedenkmal und wir hatten eben nicht nur Kohle und Stahl, sondern tatsächlich bearbeitete Stahl. Und das ist wichtig und das ist eben wichtig auch für Dorstfeld. Ich hoffe ja, dass wir diesen Standort bekommen. Wir haben einen Brief bekommen vom Autobahn GmbH, dass sie das klären wollen. Also mehr haben sie noch nicht zugesagt. Aber ich hoffe, dass eine richtige, gute Zusage kommt. Klären, das hört sich immer gut an. Wir wissen ja, ich hätte nicht gesagt, wie langsam die Politik ist. Nein, das sage ich jetzt nicht. Es dauert ja seine Zeit. Und wir brauchen ja natürlich jetzt auch ein bisschen Zeit, sicherlich den Bagger erstmal in Topform zu bringen. Wie könntet ihr euch das vorstellen? Wie wichtig wäre das für Dorstfeld auch, dass man daran erinnert, dass wirklich die größten und die besten Hydraulikbagger aus Dortmund kamen? Und genauer gesagt aus Dorstfeld. Richtig ist natürlich, eine Bezirksvertretung ist ja sozusagen das kleinste politische Gremium. Und du hast ja schon gesagt, unser Oberbürgermeister hat schon zugesagt zu helfen, aber wir haben ja etwas ganz, ganz Wichtiges aus Dorstfeld, nämlich einen Landtagsabgeordneten. Und der kann nämlich, das ist ja die oberste Stufe in NRW, der kann natürlich auch seitens des Landes noch Druck machen über die Stadt, denn wir als Bezirksvertretung können das nur wollen. Durchsetzen muss es die Stadt und da hoffen wir ja eben auf das Land. Ralf, du hast das Wort. Ja, ich will es jetzt nicht genau erklären, weil das ein bisschen kompliziert ist. Früher waren Straßen NRW zuständig für diesen Bereich. Jetzt ist es eine Bundesgesellschaft, Autobahn GmbH des Bundes. Deswegen sind die Zuständigkeiten ein bisschen geändert. Das heißt aber nicht, dass man sich da nicht drum kümmern kann, dass man da ein bisschen Druck machen kann oder sogar eine kleine Anfrage machen kann, wie geht es denn jetzt voran. Aber das braucht eine gewisse Zeit. Man muss den Leuten auch eine Gelegenheit geben, sich zu überlegen, was ist notwendig, um dieses Idee umzusetzen. Trotzdem werde ich immer wieder dort anrufen, habe ich schon mehrfach getan und es wird dazu führen, dass die Leute sich damit beschäftigen. Mehr kann man im Moment nicht machen. Wenn da was Positives bei rauskommt, wäre es sehr schön. Zeitfaktor ist unberechenbar. Das kann Jahre dauern, das kann nächste Woche sein, ist wirklich so. Und wir werden dafür sorgen, dass es schneller geht. Mehr kann ich da zeitlich nicht zu sagen. Olaf, für dich denke ich mal, du bist ja auch ein Urgestein aus Dorstfeld, damit ich das so sagen darf. Ortsteil Dorstfeld ist für dich natürlich auch wichtig.
Du hast es befürwortet und ich glaube, wir sollten alles dafür tun. Was können wir Dortmunder Bürger dazu beitragen, dass es ein wenig vielleicht schneller geht? Man muss dazu sagen, zum Beispiel die Reaktion über die Medien. Und wenn ich so mit Menschen spreche, die ich treffe plötzlich oder sie mich anschreiben, ist sehr, sehr positiv. Viele sind begeistert von dieser Idee und erstaunlicherweise, ich hatte es vorhin schon gesagt, wo wir noch nicht live auf Sendung waren, dass ich Reaktionen aus München, Hamburg habe, wo Leute sagen, ach, eine tolle Sache für Dortmund, OMK ist auch noch für mich ein Name, ein Produkt. Was kann man da noch aus eurer Sicht aus oder für den Ortsteil Dorsfeld bewirken? Denn im Endeffekt profitiert ja auch Dorsfeld davon, wenn wir einen schönen Bagger haben und jeder fährt vorbei und sagt, wo steht der Bagger noch? Ja, Erde, Abfahrt da, Dorsfeld. So, denke mal, das ist ja auch eine gute Werbung für unsere Stadt und auch dieses Produkt ist ja in die ganze Welt verschifft worden und es war ja immer ein Markenzeichen. Du hast völlig recht. Vielleicht erzähle ich mal, warum ich von Anfang an so begeistert war. Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit verbracht in der Karl-Funke-Straße 1. Da habe ich gewohnt von 1963 bis 1969. Diese Karl-Funke-Straße 1 lag danach, nachdem die Karl-Funke-Straße geschlossen worden ist, der untere Teil auf dem Betriebsgelände. Liegt da immer noch und die alte Mauer unseres Gartens ist immer noch vorhanden. Das hat mich immer schon bei den Besuchen, wenn ich da war, zu den Tagen, die es immer wieder gegeben hat, oder auch wenn wir als BV da waren, begeistert, dass sich das so gehalten hat. Und ich glaube, das ist das, was die Dorstfelder tun können, nämlich so wie ich, mit Leidenschaft, ich es auch in der BV und auch in unserer gemeinsamen Fraktion so vertreten habe, eben mit Leidenschaft dafür zu sorgen, dass dieses, was für mich in meiner Kindheit, kann man sich ja vorstellen, als kleiner Junge direkt neben dem Baggerbau zu wohnen, das ist schon toll. Wenn ich so aus dem Fenster geguckt habe, hinten habe ich aufs Werksgelände gucken können, das war schon klasse. Insofern glaube ich einfach, die Leidenschaft muss da sein, etwas dafür zu tun, dass man es nicht vergisst. Selbstverständlich erhoffen wir uns davon, ähnlich wie mit der DASA. Viele kannten die gar nicht. Ne? Irgendwann war es in aller Munde. DASA Dorstfeld. Ne? Und so Bagger Dorstfeld, wenn das in aller Munde ist, werden wir als Dorstfelder davon profitieren. Ganz klar. Von daher glaube ich, alle jetzt gucken, dass wir möglichst das, was die Politik übrigens diesmal sehr schnell umgesetzt hat. Langsam ist die Verwaltung. Politik ist diesmal sehr schnell gewesen. Ja, da will ich nichts sagen. Also manchmal dauert es lange, aber diesmal ging es irre schnell. Das hat was damit zu tun. Wenn ich für etwas kämpfen will, mich dafür einsetze, dann sehe ich auch zu, dass ich es ganz schnell umgesetzt kriege. Das ist, glaube ich, so wichtig. Und wenn wir das haben, wird das genauso wie die DASA, wie andere Dinge auf unseren Ortsteil strahlen. Und wir erhoffen uns natürlich viele Besucher, nicht nur in der DASA, auch im zukünftigen Bürgerhaus übrigens in Dorstfeld. Ralf. Ich wollte nur ergänzen, also das, was man machen kann, ist die Bedeutung dieses Denkmals noch weiter zu betonen und dafür zu sorgen, dass der Hintergrund, der dazugehört, nämlich die Geschichte Dorstfelds, die Geschichte Dortmunds, damit betont werden und vor allen Dingen dargestellt werden, dass nicht nur der Bergbau, dass nicht nur das Brauereiwesen, sondern eben auch der Baggerbau eine wichtige
gesellschaftliche Entwicklung gewesen sind. Viele Arbeitende, die dort gearbeitet haben, Betriebsräte sind hier und haben dafür gesorgt, dass dieser Betrieb am Laufen gehalten wurde. Wir haben diese Diskussion auf dem Smadrino-Gelände mit dem Hirsch-Spundwand-Gelände durchgemacht. Dort wurde ein Betrieb von außen geschlossen. Wir hatten keinen Einfluss darauf, was mit diesem Betrieb passiert. Salzgitter hat gesagt, jetzt läuft hier nichts mehr. Also sorgen wir dafür, dass die Leute versorgt werden, die dort gearbeitet haben. Das ist das Wichtigste, was man machen muss. Und das muss natürlich auch dokumentiert werden. Natürlich, ich habe ja gehört, die Aufwandgesellschaft, Transfergesellschaft sorgt dafür, dass über 50% der Leute jetzt schon anderswo untergekommen sind. Wichtig ist, dass die Leute damit zufrieden sind, dass die im Gespräch bleiben und dass das in der Politik dokumentiert wird. Und deswegen auch der Ansatz, übers Land zu sagen, das ist nicht nur eine kulturelle Frage, solche Sachen zu erhalten und zu betonen und denkmalwürdig zu mahnen, dass es sowas gegeben hat, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Menschen, die dahinter stehen, versorgt werden, weiter beteiligt werden an dem ganzen System. Denn so ein Bagger, der muss ja auch gepflegt werden, der muss dafür gesorgt werden, dass der dort seinen guten Anblick nicht verliert. Das ist dann noch eine weitere zusätzliche Aufgabe, die dann ja noch dazu kommt. Da spreche ich jetzt mal den Franz Josef Kitowski an. Franz Josef, es ist sicherlich nicht einfach, diesen Bagger da auf diesem Berg, auf diesem Hügel zu platzieren, als Fachmann, als einer, der sich auskennt mit Straßen und Straßenbau etc. Wie sieht man da die Entwicklung, dass man sowas überhaupt hinkriegt und was muss da beachtet werden? Und ich weiß, dass ihr von euren Unternehmen ja auch beste Kontakte habt, überall hin. Habt ihr denn mal so ein bisschen mal nachgehakt, wie die Chancen sind für ein Denkmal hier in Dortmund-Dorsfeld? Also Kontakte habe ich geknüpft, jawohl. Aber wie schon erwähnt, da sind auch die Mühlen etwas langsamer, weil einfach eine Umstrukturierung stattgefunden hat. Die Autobahn GmbH ist ein privates Unternehmen und die ist nun mal als Hoheitsträger und Baulastträger. Und wir dürfen auch nicht bei irgendeinem Anlieger im Garten einfach was hinstellen. Wir müssen schon fragen. Und das dauert da seine Zeit und ich bin ja auch mit ein, zwei Leuten in Kontakt. Einer hat mir leider gesagt, er weiß es nicht so richtig, muss ich meine Chefin fragen. Der andere sagt, weiß ich auch nicht so richtig. Also keiner wagt so richtig, überhaupt eine Aussage zu treffen. Die Situation im Barup, wo wir darüber gesprochen haben, dieses Dreieck da oben, ist an sich einfach zu bewerkstelligen, bin ich der Meinung, technisch. Man nimmt den Hügel an sich, so wie er ist, lässt man so stehen. Man macht daraus, sagen wir mal, Naturgestein oben drauf, dass das Grün nicht so durchweg, muss ja auch eine Frage der Pflege sein. Man muss da hinkommen, man muss das entsprechend etwas höher aufstellen im Bagger. Das kann man alles mit Grobgestein machen, vielleicht eine kleine Bühne einen Meter höher, dass das Fahrwerk höher steht. Da kann man sicherlich sich etwas einfallen lassen, kein Problem. Nur wo ich persönlich ein bisschen Angst habe, ist leider, es ist überall so, man sieht ja überall an den Straßen Schmierereien, an Lärmschutzwänden, da lassen sich die Grafiker eine Menge einfallen. Nur es gibt auch viele, die unterwegs sind, diese Wände beschmieren mit Spray und so weiter. Und da sind wir leider nicht gegen gewappnet. Ich persönlich würde fast sagen, wir uns heute ja fast alles einzäunen, sind ja alles nur Vandalen unterwegs, die solche Sachen, über die wir heute hier sprechen, an sich gar nicht stören. Die interessiert ja doch nicht gar nicht, ist das Schlimme. Und wir sind aus der Historie alle hier, glaube ich schon, und das Wahrzeichen. Und ist schon richtig, es ist ein Wahrzeichen für die Arbeit hier, die in Dortmund im Ruhrgebiet gemacht wurde. Und man muss die Historie einfach betrachten. Und man muss vor allen Dingen, da sind auch viele Ältere hier, die ich jetzt hier sehe im Umkreis, immer wissen, wo man herkommt, was man heute hat. Und man muss mal rückwärts gucken, wie sich alles entwickelt hat. Und da bin ich der Meinung, ist der Bagger da schon richtig. Aber wenn da keine Genehmigung für kommt, aber ich glaube schon, bei der Anzahl und bei dem Kreis finden wir sicherlich auch einen Platz, der vielleicht sogar bewacht ist im umzäunten Bereich, dass nicht jeder da drankommt, aber trotzdem ja eher gucken kann. Ich glaube, es ist schon ganz gut. Und da sind wir eigentlich alle gefordert, um Ideen einzubringen. Wir werden auch gleich mal mit euch sprechen. Vielleicht hat einer von euch noch Ideen. Dann werden wir darüber sprechen. Ein wichtiger Punkt, auch so ein bisschen die Finanzierung. Die Auffanggesellschaft Bob hat uns vielen Mitarbeitern ja die Möglichkeit gegeben oder gibt uns die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und wie ich aus meinem Umkreis höre, sind ja alle begeistert von dieser Sache. Und wo ich dann über dieses Projekt bei euch gesprochen habe, habt ihr spontan gesagt, ja, wir stellen 2000 Euro zur Verfügung, um dieses Projekt mit zu unterstützen. Erstmal herzlichen Dank. Das ist schon was Besonderes. Wie ist denn so der erste Eindruck? Ihr habt ja jetzt mit Kollegen, die aus dem Baggerbau kommen. Sind die Baggerbauer irgendwie was anderes als die normalen, in Anführungszeichen,
Abzeichen. Menschen, die Dorsfelder, sage ich mal so, die Dortmunder, haben ja immer so ein bisschen was Besonderes. Ja, schönen Dank. Ja, ich glaube, also ich hatte selber aus meiner persönlichen Erfahrung das Glück, dass ich über ein halbes Jahr lang in Dorsfeld ins Werk einmarschieren durfte, mehrmals die Woche und an diesem Bagger vorbeigelaufen bin. Und es war für mich, denke ich, immer ein Einstiegsmoment, mich auch schon auf die Gespräche mit den Mitarbeitern vorzubereiten. Und es hat einerseits ein Gefühl von Ehrfurcht erweckt, aber andererseits mir auch schon diese Anerkennung klar gemacht, die, finde ich, wichtig ist, um den Leuten dann zu begegnen, weil es einerseits für uns darum geht, die Mitarbeiter insofern mitzunehmen, dass wir gut zuhören, was haben sie bisher in ihrem Arbeitsleben geleistet, was haben sie für tolle Projekte erreicht, und dann auch eine Idee zu gewinnen, wie kann sie das in die weitere Zukunft führen. Und für mich war es wirklich ehrfurchtergreifend. Also ich bin immer an diesem Bagger vorbei und der Bagger, wohl gesehen, ist sehr viel älter, als ich es bin. Das Denkmal. Und einerseits habe ich dann diesen Bagger gesehen, der noch nicht so groß war, der noch keine 1000 Tonnen hatte, aber trotzdem schon ein großes Gerät war und auch auf mich Eindruck macht, als früher mal kleiner Junge, der auch irgendwie Bagger begeistert war. Und dann bin ich aber in Gespräche gegangen und konnte mir von den Mitarbeitern die eigenen Erfahrungen anhören, wie sie dann auch mit Stolz davon erzählt haben, wie sie ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass am Ende bis zu 1000 Tonnen Maschinen in die Welt geschickt wurden und da ihre Arbeit gemacht haben. Und das war eine schöne Erfahrung für mich, auch weil ich mit Mitarbeitern Gespräche hatte aus allen verschiedenen Bereichen, die ja alle ihren kleinen Beitrag gemacht haben. Niemand hat das ganze Ding alleine zusammengehämmert, aber jeder kam mit seiner Expertise dazu und hat dafür gesorgt, dass am Ende ein riesiges, tolles Produkt da war, was gute Arbeit geleistet hat. Und wir würden uns natürlich auch seitens der Bob sehr freuen, wenn dieser Bagger irgendwo einen öffentlichen Platz findet, wo sichtbar wird, dass da ein Produkt geschaffen wurde, was schon vor mehr als 5 Jahrzehnten das erste Mal so in Erscheinung getreten ist und sich seitdem aber auch weiterentwickelt hat und was man in verschiedenen Formen noch auf jeder Baustelle, jeder Größenordnung sehen kann. Das kann man ganz deutlich sagen und ich sage gerne immer wiederum, die besten Mitarbeiter und die waren hochqualifiziert, die Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig waren auf diesem Gelände, die waren wirklich pfiffig und haben dafür gesorgt, dass es die Top-Geräte wurden, die im Endeffekt dann in die Welt hinaus geschickt wurden. Jetzt haben wir über den Standort gesprochen, also heißer Kandidat im Moment, das ist also dieser Hügel, Abfahrt Dortmund-Barup. Wenn man über die Schnittkarbrücke fährt Richtung Bochum, auf der rechten Seite gibt es dann die Abfahrt und direkt oben drauf, das wäre so der Wunsch. Ich habe auch mal bei der DASA nachgehakt. Da könnte man sich auch vorstellen, dass man vielleicht da eine Lösung findet. Und es gibt aber auch noch, da haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, weitere Ideen auch von euch. Aber ein wichtiger Punkt ist, der Bagger muss natürlich jetzt erstmal fit gehalten werden. Nicht, dass der Bagger uns, wenn wir ihn abholen und ich sitze vielleicht schon, im Sessel zu Hause und kann gar nicht mehr rauskommen, dass er durchgerostet ist. Aber man muss wirklich sagen, wo ich das Gerät gesehen habe, da war noch echter Stahl. Das Ding, das wog noch richtig was und man muss wirklich sagen, da gab es kein Plastik. Da war überall Stahl und wenn man heute ein Auto fährt, ein modernes, da gibt es mehr Plastik als sonst irgendetwas. Also das ist schon der Unterschied und die Frage stellt sich natürlich, wie gehen wir jetzt voran? Wie gesagt, also bis jetzt haben wir da zwei richtig gute Mitstreiter, der Andreas und dieser Franz Josef. Die beiden, also sie lieben ja die Bagger und sie machen das, weil sie, glaube ich, dieses Produkt sehr gerne haben und sie sind groß geworden damit. Da gehe ich mal von aus. Wie kommen wir jetzt, vielleicht beim Andreas, an Andreas, wie siehst du die Situation, wie kommen wir jetzt weiter? Ja, wie kommen wir jetzt weiter? Eigentlich ist jetzt am wichtigsten erstmal der Standort, wo der hin soll, weil der Bagger, der steht ja jetzt draußen und dann steht der auch draußen. Aber bevor der dann da aufgestellt wird, müsste der vielleicht nochmal aufgehübscht werden und lackiert werden. Aber ich sag mal, es ändert sich ja nichts. Der steht jetzt draußen und dann auch. Ne? Also du meinst, dass wir jetzt erstmal noch nichts machen sollen mit dem regenerierenden Bagger, um den hübsch aufzufrischen, sondern wir sollen da noch ein bisschen warten jetzt, um erstmal festzulegen, wo der Bagger hinkommt?
Ja, der muss jetzt so erhalten bleiben oder das muss so bleiben, wie es ist, der Bagger, ne, dass nicht größere Schäden dran sind. Und dann kann man den nochmal richtig flott machen, dass er da aufgestallt wird. Ne, da ist ja zum Beispiel die Motorhaube, das ist eingerostet, die haben sie nicht aufgekriegt, die hat hier der Kollege von dem Franz Josef hier schon flott gemacht, dass man da mal reingucken kann und solche Sachen. Aber da ändert sich nichts dran, der steht draußen, der Bagger, der kommt ja nicht in die Halle, ne? Da wird sich nichts dran ändern. Vielleicht weiß der Franz Josef das sogar schon, ist der Bagger noch einsatzbereit? Wir können nicht mit Bagger mehr. Ich war an dem Tag, wo der Bagger von der Funkestraße abgeholt wurde und uns transportiert wird, nicht da. Also ich Urlaub und Andreas hat das ja mitgemacht. Ich glaube, der läuft nicht. Man hat den ja mit zwei Autokräne verladen, also ist er nicht mehr gangbar. Also von der Seite, glaube ich, ist das im Moment so eine Historie, die wir, glaube ich, auch abhaken könnten. Wichtig ist, nach meiner Meinung nach, da hat der Andreas recht, so ein Gerät steht jetzt immer draußen, war immer im Bau und es kann auch draußen stehen bleiben, sonst wird es ja auch nicht in der Öffentlichkeit so sein. Oder man müsste es wirklich an einem großen Museum stehen und dann unter Dach, wie so Oldtimer-PKW, so Möglichkeiten bestehen. Aber ich glaube, das wollen wir ja gar nicht so richtig. Ich glaube, es schon sollte in der Öffentlichkeit stehen. Von der Seite müsste man den Bagger jetzt irgendwo vielleicht in eine Halle oder in einen Unterstand bringen, dass man daran schrauben kann, lackieren kann, ausbessern kann, Roststellen wegmachen kann. Ich selbst kann es nicht, bin kein Schrauber, ich habe andere Qualitäten, sag ich mal so. Und von der Seite müsste man vielleicht mal, was macht der Deutsche, wenn er nicht weiter weiß, macht erstmal einen Arbeitskreis. Ne? Also von der Seite müsste man ein paar Leute finden aus der älteren Generation, die auch Spaß daran haben, rufe ich einfach mal für auf, die Spaß daran haben, mit Farbe umzugehen, die es Emblem treu sind und vielleicht auch gute Ideen haben. Oder auch bei Baufirmen oder anderen Betrieben, die Interesse an sowas hätten, um damit dran abzuarbeiten, um den wieder fit zu kriegen. Ist natürlich beim draußen so ein Reparaturen oder Lackierarbeiten ist ein bisschen schwierig, aber da findet man bestimmt eine Halle, wo man den dann in der Halle oder im Unterstand aufbessern könnte, um den dann von da aus dann irgendwo hinzubringen. Das wird ja wohl nicht unbedingt das Problem werden, glaube ich. Kann ich denn davon ausgehen, wir haben ja jetzt schon einiges bewegt, wir haben den Bagger ja schon transportiert, dass wir drei auf jeden Fall schon mal ein starkes Team sind und dafür kämpfen werden, dass es ein Denkmal in Dortmund-Dorsfeld gibt mit Unterstützung von vielen anderen. Das ist ja ganz wichtig. Im Moment steht der Bagger ja bei euch. Ich hoffe, er nimmt jetzt keinen Platz weg. Aber wichtig ist, dass er erstmal da seine Heimat in Anführungszeichen so lange gefunden hat, bis wir den Standort haben. Geht das in Ordnung? Und können wir auch weiter mit eurer Unterstützung sprechen? Ich weiß, es ist schwer. Es kostet ja alles ein wenig. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, wie kriegt man das auch in Zukunft finanziert? Und da muss man sich ja natürlich dann jetzt auch Gedanken machen. Also der Bagger kann bei uns so lange stehen bleiben, bis wir ihn irgendwo hin transportieren können. Kostet kein Parkgeld. Das ist geil. Andreas hat da schon gesponsert mit den Autokränen. Das kostet auch alle Geld. Kommt ja nicht von alleine solche Dinge alle. Aber generell kann der Bagger bei uns stehen bleiben. Vielleicht findet man sogar bei uns auf dem Hof eine Ecke, wo man ihn später unter dem Dach lackieren kann sogar. Mal gucken. Das wollte ich hören. Wir haben noch eine alte Spritzhalle. Die ist zwar nicht mehr so intakt, aber sag mal, für so Spachtelarbeiten, so kleine Arbeiten mit diesen Dingen, werden wir sicherlich auch freiräumen können. Aber mehr kann ich jetzt da im Moment nicht zutun. Wir selbst haben natürlich auch bei uns Baggerfahrer, die vielleicht auch da Interesse dran finden. Und vielleicht finden wir einen und anderen mal, der vielleicht auch mitmacht. Auch die, die schon in Pension sind, sage ich mal so, die ich schon in Pension geschickt habe und die ich vielleicht nochmal ansprechen kann, die schon 70 sind, aber trotzdem noch einen Pinsel in die Hand nehmen können, sage ich mal vorsichtig. Das hört sich sehr gut an. Frage an euch, die hier zu Gast sind, habt ihr irgendwelche Ideen noch, Wünsche, was man noch verwirklichen kann, wenn es um diesen EH5 geht? Ich glaube, alle, die hier sind heute, sind sowieso dafür und unterstützen das. Und wenn ich da mal über Facebook und die anderen Reaktionen, sind es nicht nur hier 50 Leute, die hier zu Gast sind, sondern einige, hätte ich beinahe gesagt, 1000. Denn unterstützen möchten das viele, finden das gut. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn man sowas auf die Beine stellt, irgendwie steckt da doch ein bisschen Arbeit hinter. Ich weiß ja, wie sowas geht. Mir macht es ja im Moment wirklich sehr viel Spaß, mit lieben, netten Leuten zusammenzuarbeiten, um dieses Projekt zu verwirklichen. Aber ich wünsche mir natürlich auch da noch ein bisschen mehr Unterstützung, dass man dann sieht, aha, guck mal da, es gibt ein paar Leute mehr, die dafür sind, dass dieses Gerät erhalten bleibt
und dass über Jahrzehnte hinaus in der Zukunft daran erinnert wird, dass es in Dorsfeld eine Baggerfertigung gibt, wo jetzt eigentlich ja, leere Hallen sind und keiner mehr morgens um 6 Uhr zur Stempeluhr geht und seine Karte sticht, wie wir früher gesagt haben, und anfängt zu malochen. Und das soll auch ein wenig daran erinnern, dass es wirklich viele Menschen dort gegeben hat, die ihr Brot und ihre Getränke da finanziert haben, weil sie jeden Morgen fleißig bei der Arbeit waren. Und ich kann es nur noch einmal sagen, es waren wirklich viele, viele Menschen, die dort tätig waren. Und ich habe es am Anfang der Moderation schon gesagt, es war eine schöne Zeit, auch mit den Kolleginnen und Kollegen dort gemeinschaftlich zu arbeiten. Wir haben manchmal mal hoch, wir waren manchmal richtig kaputt und K.O., wenn wir Feierabend hatten. Aber ich muss sagen, wir haben auch manchmal schöne Feste gefeiert und wir waren ein ganz starkes Team, wo ich gerne zurückblicke drauf und kann immer nur mal sagen, Dortmund-Dorstfeld und der Baggerbau sollte niemals in Vergessenheit gehen, sondern man soll wirklich drüber nachdenken, dass sich vieles entwickelt und was aus dem Standort in Zukunft wird, werden wir irgendwann mal erfahren. Also mir tut es immer noch weh, wenn ich jetzt da am Tag mal vorbeifahre und sehe keine Schilder mehr von irgendeinem Unternehmen. Ich sehe da nur noch im Endeffekt da ein paar Bäume und dahinter sind ein paar Hallen. Ralf. Vielleicht ist es auch mal notwendig, dass wir den hier Redenden und dafür Kämpfenden noch mal klar zu kundgeben tun, dass wir denen sagen, wie wichtig diese Arbeit ist, dass wir dafür sorgen, dass dies unterstützt werden soll. Vielen Dank, dass ihr euch darum kümmert, dass Sie sich darum kümmern, dass alle Beteiligten dafür gesorgt haben, dass das ein Thema geworden ist. Das finde ich sehr wichtig. Und wir haben hier ein Dorsfeld. Ich finde es wichtig, dass das Denkmal nach Dorsfeld kommt, weil wir eine große Geschichte haben. Wir haben den Bergbau abgewickelt sozusagen. 63 war, glaube ich, die Schließung der Zeche Dorsfelds 2-3. Nahtlos ging die Arbeit über sozusagen in den Baggerbau. 61 fing das Ganze an mit diesem Bagger. Also es ist schon eine Geschichte, die man nachvollziehen kann, die man für Dorsfeld eine große Bedeutung haben, mit den Leuten, die da gearbeitet haben, aber auch für das Andenken an diese wichtige, geschichtsträchtige Zeit. Und deswegen halte ich es für gut, dass ihr euch darum kümmert. Ich werde weitere Gespräche führen. Du hast schon gesagt, der Oberbürgermeister hat Bereitschaft gezeigt, sich darum zu kümmern. Der hat auch Kontakte zum Städtetag. Vielleicht kann man über die Richtung noch was machen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn dann erstmal ein Denkmal beschlossen ist an einer bestimmten Stelle, über die Stiftung Denkmalpflege dafür Gelder zu besorgen und so weiter. Das geht alles. Aber erst muss der, nicht nur der Wille da sein, sondern auch die Bereitschaft, das an einem konkreten Ort umzusetzen. Wir haben unsere Bundestagsabgeordneten, die uns da unterstützen werden. Da werden wir auch noch Gespräche führen. Also es gibt viele Ansatzpunkte, wo man sagen kann, wenn es da nicht so schnell klappt, dann müssen wir nochmal nachfragen. Und das finde ich wichtig, dass alle Bürger, nicht nur in Dorsfeld, da in einem Strang ziehen und dafür sorgen, das finde ich auch gut hier bei dieser Veranstaltung, dass dieses Thema im Gespräch bleibt. Also wir werden das dann sicherlich so machen, dass wir uns vielleicht dann irgendwie mal im Vierteljahr wieder treffen und dann mal sehen, was hat sich entwickelt. Oder genauer gesagt, wir greifen dann ein, wenn wir eine Rückmeldung haben, dass wir wissen, aha, jetzt sieht es gut aus, jetzt können wir weiter planen, organisieren. Das heißt, jetzt ist erstmal die Politik gefordert, um dafür zu sorgen, dass wir unseren Standort kriegen und dann können wir alles weitere machen. Gut, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Irgendwelche Ideen noch? Alle ruhig, alle zufrieden mit der Runde? Gibt es von euch noch irgendwie? Ja, Friedrich Fruß. Meine Damen und Herren, das Problem ist natürlich, wenn es Industriedenkmäler gibt, ist die Industrie weg. Und das ist das ganz große Problem. Ich hätte viel lieber natürlich, dass wir weiterhin hier Bagger bauen würden, als dass ich über ein Denkmal sprechen will. Und das allergrößte Problem ist, vor, glaube ich, 5 oder 6 Jahren kam die Nachfolgefirma zu uns in die Bezirksvertretung und hat uns gebeten, die Straße nach dieser Firma zu benennen. Und wir hatten die große Hoffnung natürlich, dass diese Firma dann natürlich dann auch bei uns bleibt.
Und das wäre uns viel, 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 viel lieber, als den Bagger irgendwo hinzustellen. Und jetzt wollen wir natürlich daran erinnern, aber wir wissen auch noch nicht, wie wir in der Bezirksvertretung mit der alten Straße umgehen, wie wir die jetzt umbenennen. Aber das ist eine Nebensache. Aber das ist die größte Enttäuschung, dass wir von der Bezirksvertretung alles getan haben, um diesem Werk sozusagen zu gefallen. Und dann gehen die weg. Und das finde ich persönlich nicht gut. Ich wollte das Wort Schweinerei nicht sagen. Also da muss ich dir recht geben. Ich bin selber auch enttäuscht. Ich weiß es, weil ich mehrfach bei euch angerufen habe und mit euch gesprochen habe, weil die Geschäftsführung mich gebeten hat, da ich den Draht ja auch zu euch hatte, dafür zu sorgen, dass es diese Straße gibt. Und man hat mir damals versprochen, wenn wir diese Straße haben, werden die nächsten 10 Jahre gesichert. Aus den 10 Jahren sind, glaube ich, 5 Jahre geworden. Es ist eigentlich traurig und ich habe auch gesagt, vielleicht sollte diese Straße weiter existieren, dass man immer weiß, dass diese Firma den Boden platt gemacht hat in Dortmund-Dorstfeld. Und das ist, denke ich mal, ein negatives Denkmal. Und deswegen finde ich auch nicht richtig, wenn wir das umbenennen würden wieder, weil viele Kollegen gesagt haben, hör mal, du hast doch einen Draht, ruf doch mal deine Freunde alle an, dass die Straße da wegkommt. Nein, habe ich gesagt, es ergibt auch keinen Sinn, weil ich glaube, wir tun der Firma damit sogar noch einen Gefallen, wenn die Straße wegkommt. So kann man immer sagen, wenn ich das Schild sehe, ja, das ist die Firma gewesen, die fast 800 Arbeitsplätze vernichtet hat in Dortmund-Dorstfeld. So, du hast eine Frage? Ja, dann komm rum hier. Herr Dirk Innerbeck hat das gelbe Mikrofon. Dann komm hier einmal hier hin, ja, Dirk. Ich komme mal dahin. 2016 war das, als Caterpillar angefragt hat, die Straße Igelhorst in den Namen Caterpillarstraße umzubenennen. Den Ralf Stolze kann ich mit Vornamen nennen. Wir standen damals in Kontakt. Ich habe ihn über Facebook eine Mitteilung geschrieben, und zwar am 23. März 2016. Hallo Ralf, was macht ihr da im Stadtrat für einen Blödsinn? Wie könnt ihr eine Straße nach Caterpillar benennen? Ein Unternehmen, das für Dortmund nichts geleistet hat bis zu diesem Zeitpunkt. Ein Unternehmen, was sich in Dortmund auch nicht irgendwo profiliert hat. Ihr benennt jetzt eine Straße auf Caterpillar, nach dem Unternehmensnamen Caterpillar. Und in einigen Jahren wird die Produktion nach Batam verlegt. Das war der Wortlaut dieser Nachricht. Ralf hat dann damals gesagt, nein, wir wollen natürlich den Standort sichern. Wir müssen alles tun, damit diese Arbeitsplätze nicht vernichtet werden. Aus Sicht der Politik war das auch zu dem Zeitpunkt richtig. Aber es zeichnete sich ab, man konnte das erkennen, dass es überhaupt gar kein Interesse von Caterpillar gab, dieses Unternehmen dort am Standort oder diesen Standort zu sichern. Das war von vornherein eigentlich ganz, ganz, es gab ganz viele deutliche Signale, die darauf hinwiesen, dass das Unternehmen irgendwann diesen Standort aufgeben wird. Das, was jetzt ist, wir haben gerade gehört, wir würden lieber weiter Bagger bauen, anstatt ein Denkmal dort zu erstellen. Die Stadt Dortmund ist der Firma Caterpillar so weit entgegengekommen. Warum verlangen wir jetzt nicht mal als Öffentlichkeit von dem Unternehmen Caterpillar, ein Unternehmen, das zweistellige Milliarden schwer ist, dass die ein solches Projekt unterstützen? Wenn wir hier hören, dass so ein Bagger gepflegt werden muss, unterhalten werden muss. Caterpillar hat Servicebereiche. Mann, die fahren einmal im Jahr da vorbei, machen 2 Stunden Arbeit und das Ding ist in Ordnung. Denn wir sprechen hier über deutsche Ingenieurskunst. Dieser Bagger, der RH5, ist der Ursprung der Hydraulikbagger. Der Bagger, die heute 1000 Tonnen Eigengewicht haben. Das ist deutsche Ingenieurskunst. Eigentlich nicht deutsche, sondern Dorstfelder Ingenieurskunst, die dazu geführt hat, dass solche komplexen Geräte überall in die Welt verschickt wurden. Und Caterpillar war über viele Jahrzehnte nicht in der Lage, ein solches Gerät zu produzieren. Man hat daran rumkonstruiert und hat dann diese ganzen Produktionen, die man begonnen hat, wieder eingestellt, weil diese ganzen Bagger, die man in Amerika produziert hat, nicht marktfähig waren. Jetzt ist man dann hingegangen und hat einfach ein deutsches Unternehmen aufgekauft, 650 Arbeitsplätze vernichtet und dann sich diese Kunst, diese Ingenieurskunst einfach zu eigen gemacht. Uns bleibt jetzt der Bagger, also fordern wir jetzt hier Caterpillar auf, unser Projekt hier zu unterstützen. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Dirk. Aber ich glaube, was hier in Dortmund passiert, das interessiert den auf der anderen Seite der Erde sehr, sehr wenig. Und ich habe da wenig Hoffnung, dass wir da eine Unterstützung bekommen. Also es wäre schön, sage ich einfach. Freddy, vielleicht noch mal zwei Sätze dazu, zum Dirk jetzt hier zur Aussage. Naja, natürlich könnten wir unsere Geschäftsführung bitten, Caterpillar anzuschreiben, den Beschluss ihnen zu schicken und einen Kostenvoranschlag, was es dann kosten würde. Ich meine, ich weiß nicht, um welche Summe es geht, 5.000, 10.000 Euro, aber das wäre ja ein Klacks für die Firma, so wie ich gerade gehört habe. Ihr seid gefordert im Endeffekt. Ja, ihr könnt ja auch aus der Politik ja mal fragen und schickt doch einfach mal eine Mail hin und fragt doch einfach mal, ob man die Sache nicht unterstützen will, und dann ist die Idee vom Dirk ja gar nicht schlecht. Ja, die Anregung nehmen wir mit. Frau Buchholz, die ist die Geschäftsführerin, ist noch 2 Wochen in Urlaub und dann gehen wir das an. Okay, dann sind wir eigentlich fast schon am Ende unserer Informationsveranstaltung. Wir warten jetzt, dass was passiert, dass aus der politischen Ecke eine Reaktion kommt. Und Verwaltung natürlich. Die Verwaltung informiert die Politik informiert uns. Und dann wollen wir gucken, vielleicht gelingt es uns. Also mein Traum wäre ja, dass wir im Frühjahr 2023 dann eine große Party machen, wo dann der Bagger oder genauer gesagt das Denkmal eingeweiht wird. Es hat mir einer bei Facebook geschrieben, Uwe, hoffentlich überlebst du das noch oder erlebst du das noch. Und mein Wunsch wäre, das noch zu erleben. Und deswegen seid ihr gefordert, gebt euch Mühe, dass wir da schnell wie möglich oder allgemein zügig ein Denkmal kriegen. Und wo wir immer sagen, da oder mein Sohn, mein Neffe vielleicht oder meine ganze Verwandtschaft irgendwann sagen, da, das hat mein Opa mitgemacht, jetzt weiß ich, da steht der Bagger. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank noch einmal und auch danke an euch, dass ihr hier wart. Und ihr könnt jetzt gleich noch ein bisschen hier mit uns verweilen. Wir würden gerne mit euch jetzt noch hier einen schönen Abend genießen, denn hier im Biergarten vom Haus Wortmann ist es sehr angenehm. Vielen Dank an Detlef und seine Truppe, die uns hier toll unterstützt haben, muss man wirklich sagen. Also sonst wäre das gar nicht machbar gewesen, dass wir heute Abend diese Veranstaltung hier durchziehen können. Ich sage auch danke und liebe Zuschauer der Ruhrnachrichten oder Radio 91.2, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben, und für ein paar positive, ja, Echos würden wir uns sehr, sehr freuen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend, alles Gute und liebe Grüße hier aus Dortmund-Ewing und, wie sagt man noch, so ein Glück auf für unseren Bagger. Dankeschön.